Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Star Wars Jedi Fallen Order. Wir machen heute die nächste Reise. Nach Datum. Wo geht's hin? Nein, nicht nach Datum hier. Moment, nicht nach Datum hier. Wir wollen erstmal nochmal nach Zepho. Wir haben nämlich noch zwei Sachen zu tun. Ich habe nichts gehört. Aber meine Meditation lässt mich viele Ablenkungen ausblenden. Ich weiß nicht. Das ist kein Geräusch, das die Mantis macht. Außerdem kam es irgendwie von innen. Ein blinder Passagier? Der müsste ziemlich klein sein, Grease. So groß ist das Schiff auch nicht. Vielleicht? Möglich? Ich vermisse neuerdings auch nicht groß. Denn Droiden? Nicht, dass ich wüsste. Essen tun sie jedenfalls nicht. Bitte? Ich werde das untersuchen. Sobald ich was finde, sag ich Ihnen. Unbedingt. Wo ist BD? Ja, mache ich sofort, aber... Hä? Wir haben doch unser kleines Tierchen mitgenommen. Und ich frage mich, wo es ist. Das ist nicht gut. Wenn man selbst nicht mehr weiß. Gerade gehört. Hört ihr das Quietschen? Hier ist es nicht mehr, oder? Oder ist es unten im... Hier ist halt noch ein zweiter Stück, das ist halt schon geil. Okay, also ich finde es jetzt erstmal nicht. Hier wird es irgendwas sein. Keine Ahnung. Werden wir wiederfinden. So, ist wahrscheinlich das Holodeck gewesen. Guti, dann landen wir erstmal. Und wir werden uns wiederfinden. Auf Zepho. Zwei Stimpaks fehlen uns noch. Das ist aber schnell gemacht. Also einen wissen wir ja schon. Der andere... vermute ich mal. Schade, dass der AT-ST hier nicht liegt. Ich finde übrigens, das weiß ich schon. Und übrigens, der TIE Fighter hat eben ganz lustig abgebogen. Soli. Da hinten sind sie. Guti, Nummer 1. Unten Eishöhle. Mit dem Doppler geht das ganz gut. Seht ihr die? Ich glaube, jetzt kommt die Rache. Seht ihr das? Ja, mich Murder. Ist aber jemand anderes. Nehmt ihn nieder. Sonst wird Schlimmeres. Oh ja. Aua. Jetzt dauert es nicht mehr lang, Jedi. Gute Arbeit. Ich krieg dich schon. Und? Ich glaube, diesmal ist es der Roboter. Komm jetzt. Aua. Hilfst du mir, mein BD? Aua. Ich dachte, du wärst größer. Oh ja. Diesmal ist es der Roboter. Oh ja. Wow. Mach mal langsamer, Bruder. Bezahlst du. Du bist überhaupt nicht da. Abmarsch. Oh ja. Nimm das. Okay. Aua. Diese Maschine, ich hasse sie. Vorsicht. Und? Yo. Abmarsch. Mich Murde. Wo sind seine... Seine Kollegin hier, ne? Es tut gar nicht weh. Werf einen rüber, BD1.
1, 2, 3. Oh ja. Leg dich nicht mit der Brut an. Boah, leg dich mal nicht mit mir an, hey. Hab dich gefunden, Jedi. Gut, dann machen wir das so. Okay, das war ein bisschen unfair, weil die nämlich zurück wollte. Red Kindy. Das sind zwei gewesen sogar. Okay, das hat mir jetzt gerade überrascht. Also wir sind noch lange nicht am Ende, was die angeht. Scheint mir so. Wir haben ja erst 4 oder 5 oder so. Und es tauchen immer mehr auf. Ich find's schön. Also es macht ein bisschen alles ein bisschen spannender. Und diese eklige Maschine, die nervt dann schon. Nee, das hat nichts gemacht. Ah, das ist schon. Na komm. Ach Mann. Okay, jetzt bist du aber in zwei geteilt. Mal schauen, wie viele wir davon noch treffen werden. Ich fand die Einführung halt cool, weil man dann eben in dieser Arena landete. Das fand ich schon nice. So, die Abfahrt. Oh, ist nicht dein Ernst. Oh nein, das hat auch nichts gemacht. Oh ja, ich hab's geschafft. Ich hasse diese Dinger. Nicht mit mir, Kumpel. Nein, nein. Ja, jetzt. Wir müssen eh... Ist eigentlich egal. Ich glaube, hier ist kürzer. Und 1, 2. Also... Das Ding ist ein bisschen... Bisschen schwächer. Aber dafür finde ich halt, ja, machst du so auf Dauer ziemlich viel Schaden. Und ich glaube, das ist der große Vorteil von dem. Und du bist halt ein bisschen schneller und ich finde, schnelleres Spielziel ist genau meins. Ich versuche den mal nicht mitzunehmen. Oh ja. Da sind wir. Schon haben wir's. Du bist mein Retter. Was okay. Sieht gut aus, Kumpel. Dankeschön. Pack's mal ein, Brudi. Jetzt haben wir ihn nur in Dunkel. Vielleicht ein bisschen. Ich kann das nicht, sorry. Aber ich find's süß. Normal. Finden wir hier vielleicht noch irgendwas? Eine Sepho-Grabstätte. Da unten gibt's noch was. Sind wir denn hier? Ich habe keine Ahnung, wo wir... Doch, ich weiß, wo wir sind. Wir sind hier in der, wir sind genau hier. Okay, danke. Guck ihn mal, da unten sind wir her. Hä, wie wären wir jetzt weitergekommen? Also hier gibt's ein Secret irgendwo. Nee. Ich glaube, wir müssen... Ich gehe mal von folgendem aus. Genau das da. Sehr schön. Haben wir denn da unten noch was? Ja, da hätten wir noch ein Seil, aber... Komm, wir holen uns das nächste. Abfahrt! Hey, Kumpel! Ich mag dich eh nicht. Aua. Jetzt bitte!
Wir müssen halt jetzt zu diesen Vendor-Dingern da. Zu diesen Wracks generell. Okay, der ist hier. Tschüss. Wie kommen wir am schnellsten dahin? Da kommen wir wo ganz anders lang, würde ich eigentlich sagen, oder? Oder... Wo? Hier. Ah, ich sehe es schon. Wir müssen da hinten tatsächlich hin. Also genau auf die andere Seite. Ne? Dahin. Nee. Dahin. Genau. Und dann kommen wir hier raus. Und dann müssen wir hier ein bisschen durchschwimmen und dann sind wir beim Wrack. Ja, komm. Wie kommen wir denn am besten dahin? Ja. Am besten da, wo wir eben waren. Boah, schöner Move. Nicht einmal haben die uns getroffen. Okay. Und hier rüber und Abmarsch. Bereite weiteren Angriff vor. Okay. Er bewegt sich. Wie schafft er das? Und. Ciao. Oh, diese Movements, sorry, sehen so hübsch aus. Also einige Schläge so. Zack, 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 zack. Man dreht sich schön um die eigene Achse und dann ciao. Also doch, also das Spiel sieht halt auch wirklich schön aus vom Kampf. Erinnert mich halt, wie gesagt, an sehr viele andere Spiele, wo die Movements auch schön waren. Also man hat's, ich finde, man hat echt aus allen Star Wars Spielen echt was zusammengepackt. Und muss ich einfach sagen, also man hat es halt echt geschafft. Und da kann man nur sagen, Chapeau. Hoppala. Ich lade mich mal trotzdem auf, man weiß ja nie, was jetzt kommt. Nicht, dass wir wieder so einem Hi-Yo-Pai da wieder begegnen, ihr wisst ja. Soli, weiter geht's. Abmarsch. Ah, Moment. Wir können hier tauchen. Gibt's hier irgendwas Schönes? Spannendes? Das ist natürlich jetzt neu. Bedeutet, wir können das hier natürlich super gut anwenden. Sind wir hier mal lang gegangen? Nö, ne? Aber hier gibt's auch nichts. So, das werden wir hier gleich anwenden. Und runter. Das ist natürlich höchst spannend. Guck mal, und da hinten habe ich schon die erste Truhe. Das ist genau das, was ich wollte. Finden. Was bekommen wir? Hoffentlich bekommen wir eine neue Rüstung. Neues Poncho. Fjord. Ja, komm. Ich durchstreife das Ding hier mal. Und gucke mich mal um. Ich finde mir noch was Spannendes. Da hinten ist wieder was. Ach Gott. Also jetzt können wir, glaube ich, so gut wie alles erkunden. Was haben wir bekommen? Okay, Didi. Elementarnatur. Okay, das ist auch... Hört sich spannend an. Ja, also ich finde unser Schwert ja schon sehr hübsch. Ich frage mich, was es noch gibt. Also es... Sorry, das muss ich einfach halt ehrlich zugeben. Das Spiel ist einer der ersten, die mich wirklich animiert, auch Sachen zu suchen. Komm. Geh mal abwandern, Alter. Ich meine, hier warten wir nie drinnen, aber guck mal. Da muss man auch nicht rein. Und schon drei Truhen gefunden. Guck dir das mal an.
Und vielleicht noch eine Lebensessenz und dann ist gut. Poliertes Bronzium sogar. Nice. Genau, weil wir haben das matte Bronzium, was ich eigentlich sehr nett finde. Schauen wir einmal durch. Hier gibt es sonst nichts. Oh, warte mal, hier ist noch was. Mal schauen, wo wir hochkommen. Alter, das ist schon krass, oder? Also jetzt auch mal hier so durchzuschwimmen. Wäre auch ein schönes Unterwasserlevel. Was ist denn hier? Guck mal, hier ist eine Höhle. Ach, wie nice. Also man muss halt echt mal gucken immer. Mach mal auf, was gibt's? Irgendwas Schönes hoffentlich. Zeig mal, was du gefunden hast. Ah ja, neuer Sender erhalten. Okay, gut, das ist Elementarnatur, ist anscheinend so ein bisschen hier jetzt der Stil, den man hier findet. Gibt ja, glaube ich, pro Abschnitt dann ein. Könnte ich mir gut vorstellen. Genau, hier sind wir reingeschwommen. Ich weiß, wo es noch was gibt. Da bin ich mir sehr sicher. Das ist hier oben gleich. Oder? Oder haben wir das schon? Ach, guck mal. Nächste. Also pro Abschnitt vielleicht nicht, aber pro... Ja, also pro... Also wenn es so Abschnitte wie hier gibt, vielleicht dann ein ganzes Set sogar. Okay, Didi. Was ist es? Und dann gibt es wahrscheinlich nochmal... woanders Collectibles. Es macht gerade echt Spaß. Also, das muss man schon sagen. Wie gesagt, ich werde nicht alles finden, auch nicht alles suchen. Das wäre mir auf Dauer, glaube ich, zu viel. Hier ist nichts mehr, ne? Das sieht nicht mehr so aus, nein. Wir haben wahrscheinlich alle Truhen schon. Aber ein Teil werden wir versuchen zu finden. Genau, da hinten waren wir schon. Ja, aber hier waren wir noch nicht. Da, wo der Troll hier ist. Ich werde ihn mal liebevoll ignorieren, nur ein bisschen ärgern. So, nein, stopp. Wir müssen darüber. Hier war das doch. Genau, bei den Viechern war es. Hier standen wir beim letzten Mal nämlich. Und da wusste ich noch nicht, dass es den Sprung hier gibt. Nee, warte mal, was für ein Hund? Nö. Da oben ist was. Also waren wir vielleicht gar nicht mal so falsch. So, liegt da. Ich glaube, da oben müssen wir den Doppelsprung machen. Ja, genau, hier war das doch. Aua! Hey, Kumpel. Einmal hacken. Er redet mit ihm, liebevoll. Jo. Irgendwie hier hoch. Ich hab gedacht, das wäre von da, aber... Oh ja. Nee, rechts ist besser. Aua. Vorsicht! Wow, nein. Oh, der fällt runter, ernsthaft. Obwohl er gerade so gut war. Das war halt echt nur wenig. Wow. Du schaffst es. Rechts. Ich springe und das tut dem Ganzen nicht gut. Und das alles nur für einen Vitalpack, danach brauche ich 20. Ich bin im Wasser gelandet. Wir sind im Wrack. Ihr wisst, was ich mache. Gucken, ob es hier was gibt. Nee. Also wenn wir schon hier sind, dann machen wir das Wrack komplett durch. Oh, das war mal ein Fighter hier, der ist auch umgekommen. Ein Ark. Ich will halt oben nichts verpassen, ne? Ah, wir müssen hier drunter.
Also ohne Kashyyyk wären wir hier nicht durchgekommen. Schon alleine wegen dem Atemgerät nicht. Jetzt nicht, dass wir plötzlich die Story weiter triggern. Krass. Hier hoch. Wir haben einfach was Neues entdeckt. Okay, krass. Aber ich glaube, wir sind jetzt auch nicht mehr weit weg. Wir sind einfach nur auf der anderen Seite von diesem Wrack jetzt. Also von dieser Höhle, wo wir von diesem, weiß nicht was das war, Turbine oder whatever, was wir da als allererstes gemacht haben. Ciao. Okay. Ciao. Ist schon abgefahren, oder? Dass es auf einmal einen ganz neuen Weg gibt. Also das finde ich schön gemacht auch. Da finde ich Spiele auch mal gut. Padawan hat überlebt. Er hat nach seinem Meister gesucht. Und dem Klonkommander. Er wusste nichts von der Order. Oh nein. Ja, ich glaube, das war so das Grundproblem, ne, an der Order. Einfach mal. Danke. Ich habe lange auf so einem Schiff gelebt. Es wurde meine Heimat. Auf Braka wurden sie verschrottet. Es war, als würde man die Knochen eines Lebens entfernen. Danke, BD. Und? Ist es... Warum sind hier Imperiale? Und es ist auch sehr spannend, weil... es halt nochmal eine Geschichte erzählt. Oh, mein Lieblingsfreund. Du entkommst mir nicht. Oh. Ich werde nicht weichen. Oh ja, der hat gesessen. Ich werde dich nicht verfehlen. Wirf mir ein Stint zu. Oh ja. Bei dem muss man halt einfach nur super viel blocken. Geschickt. Ja, versuch ruhig dich zu wehren. Den kannst du aber einfach so zum Glück auch einfrieren. Ich vergesse das immer bei dem. Es gibt mehrere von denen. Also, rüber müssen wir die. So, dann können wir das hier machen. Ein bisschen überladen von. Na, nochmal drehen. Ah, klappt vielleicht nicht so ganz. Dann können wir hier schneller hoch. Und wir haben da oben noch den da, aber den kriegen wir so nicht, ne? Ich glaube, den bekommen wir nur. Ich würde mir gerne den da vorne noch holen. Also. So, die. Also die mit dem Seil da hoch. Ich weiß nicht, ob es dann weitergeht oder so, aber ich denke mal erstmal nicht. Also das ist halt nochmal ein bisschen anders, weil als bei zum Beispiel Jedi Knight 2 oder Jedi Academy, weil da bist du ja in die alten Gebiete nicht nochmal zurückgekommen. Bedeutet, du konntest nicht so viel suchen. Und ich finde, hier hat man das besser gelöst. Also... es macht halt auch Sinn, zurückzukommen. Ich meine, wir leben jetzt zum Beispiel hier eine ganz neue Geschichte. Einfach nur aufgrund dessen, dass wir jetzt, ja, einfach nur hier sind. Und das ohne Quest. Und das finde ich eine mega tolle Belohnung. Jo, genau das habe ich mir gedacht. Und dann kommen wir da rein. So, was bekommen wir hier? Also wenn ich jetzt hier keine Belohnung kriege, dann weine ich. Oh nein. Ich kann dich da unten sehen. Was? Okay. Na komm, schieß nochmal. Jetzt hab ich was. Oh, Kerl.
Was machst du nur? Pass auf dich auf, Junge. Ganz kurz. Ich weiß nicht, vielleicht könnte hier der letzte Container halt auch sein, ne? Uah, das war knapp. Ah, guck mal. Augen nach oben. Bin unterwegs. Ach, schade. Weißt du, ich würde da Schade bekommen. Na komm. Aua, aua, aua. Lass mich in Ruhe. Ich brauche einen Stimbel, ich bin getroffen. Aua. Wir werden alle Verräter auslöschen. Okay, erstmal sein Mate hier. Wir werden deine Abwehr durchbrechen. Du kannst dich allen ausweichen. Oh ja, doch kann ich. Bleibt im Gleichgewicht. Wir werden euch alle eliminieren. Holt euch das Ziel. Okay. Und der Feind ist wendig. Ja, ich bin furchtbar schnell. Du wirst uns nicht besiegen. Er hat mich erwischt. Ja, und das nicht nur einmal. Treffer! Okay. Jo, ich bekomme Macht dadurch zurück. Bleib stehen! Einmal nachladen und dann einmal Volldruck. Jetzt ist er weg. Mit dem Ausweichen. Moment. Vorwärts, BD. Okay, und hoch. Boah. Alter, wir sind jetzt schon ein bisschen länger hier in dem Wrack. Aber ich mach das jetzt mal in einem Stück. Ich wusste nicht, dass das so lang dauern kann. Abgefahren. Und wo sind wir? Da sind wir. Manchmal frage ich mich, wie das passiert ist. Habe ich irgendwelche Zeichen übersehen? Die Klone? Ja, ich war wütend. Ich verstehe das Ganze immer noch nicht. Aber ich weiß, sie waren Opfer. Genau wie wir. Naja, sie waren geklont. Sie haben einen Befehl ausgeführt. Aber ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und bis dann.